Ja, hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Birgit und ich bin ein Medium der geistigen Welt. Und ich freue mich natürlich, wenn du mein neues Video anschaust. Ja, erstmal möchte ich natürlich auch wiederum Dankeschön sagen für die Zeit, die ihr euch immer wieder nehmt. Und ich habe schon ganz viele Klicks auf meinen Videos. Bin natürlich bei Facebook zu finden unter dem Namen Medium Birgit. Und meine Homepage und das alles wird eingeblendet und. Ich habe aber heute für euch vorbereitet die Junilegung. Die Junilegung, und zwar mache ich das in die Wochen im Grunde genommen geteilt, also für 4 Wochen. Und wir schauen da mal, was dabei rauskommt. Ihr wisst ja, dass ich so ein alter Tarot-Freak bin. Und lege natürlich den Juni mit meinen Tarotkarten und gleichzeitig ziehe ich euch auch nochmal eine Engelkarte. Ich bin total gespannt, was im Juni auf uns zukommt und wird bestimmt ganz, ganz spannend. Ja, meine Lieben, ich gehe mal so ein bisschen jetzt hier, ihr wisst ja, in den Kanal und lasse mich von oben führen und bitte die geistige Welt um Unterstützung und Hilfe für die Junilegung. Ja, und die erste Woche ist schon da. So, dann gucken wir mal. Die erste Woche. Dann schauen wir mal für den Juni, für die zweite Woche. Ich ziehe erstmal die Karten alle. Da haben wir es schon. Für die zweite Woche. Meine Karten, man kann es schon sehen, die haben echt schon 100.000 drauf hier. Wahnsinn. So, und jetzt bitte mal die geistige Welt, uns eine klare Aussage zu geben für den Juni, für die dritte Woche. Da fällt eine raus, wenn eine rausfällt, dann lassen wir, dann gucken wir mal da gleich rein. Da, das Ende. Ende. So, und dann schauen wir für die vierte Woche im Juni. Also ich bin auch schon total gespannt, was im, auch hier wieder, was im Juni wirklich auf uns alle zukommt. So, dann schauen wir mal hier. So, gleichzeitig ziehe ich eine Engelkarte. Aufdecken mache ich gleich für euch. Aber die geistige Welt hilft uns. Und wir ziehen eine Karte für die erste Woche im Juni. Für die zweite Woche im Juni. Die, die meine Videos schon gesehen haben, die wissen ja, dass ich ganz, ganz viel über die Augen mache oder mit den Augen mache. Und da schauen wir mal. Da ist es schon. Für die dritte Woche. So. Und eine Karte für die letzte Juniwoche. Wir haben zwar dann noch 2 Tage, aber das wird dann schon die Julilegung werden. So, dann gucken wir da mal. So, Dille, dann tun wir die mal hier wieder auf Seite. So, ich habe die Karten jetzt für euch gezogen. Ich decke jetzt die Karten komplett auf und dann zeigen wir da mal eine Nahaufnahme, dass ihr wirklich diese Karten sehen könnt. Und dann erkläre ich Woche für Woche und ich denke, für jeden ist da auch eine Situation dabei und wo er sich mit identifizieren kann. Oder vielleicht hat der ein oder andere schon gesagt, hey, die dritte Legung, das wird meine Legung. Manchmal hat man ja diesen Impuls, diese Intuition, dann seid einfach ganz gespannt auf die komplette Legung. So, meine Lieben, ich decke jetzt erstmal die Karten auf. Da erzähle ich euch gleich was zu, aber jetzt decken wir erstmal auf. Na, das wird ja spannend. So, so, so. So, Dille, und dann die Engelkarten dazu. Und, ja, Wahnsinn. Ja, das wird eine spannende Geschichte. Aber jetzt zeige ich es eben immer erstmal nochmal, dass ihr wirklich auch nochmal ganz nah die Karten sehen könnt. Und ich bin mal gespannt, wer sich vielleicht so
intuitiv wirklich schon für eine Situation auch ja, etwas ausgesucht hat für die erste, zweite, dritte oder vierte Woche. Ja, schauen wir mal. So, meine Lieben, jetzt seht ihr die Karten mal von Nahem. Und vielleicht, wie gesagt, wie eben schon, intuitiv hat sich vielleicht der ein oder andere schon für etwas entschieden. Und wir gehen jetzt gleich in jede Woche in die Legung rein und dann erkläre ich da nochmal etwas zu. Ja, meine Lieben, so, jetzt gehen wir mal in die Deutung. Also, in der ersten Woche, man sieht hier, das ist, da liegt der Ritter der Schwerter, da liegt die Geduld, da liegt aber auch gleichzeitig die Ruhe. Ich weiß, dass ganz, ganz viele Kollegen sich natürlich auch die Videos anschauen. Ich gucke mir ja auch von anderen Kollegen die Geschichten an. Und die wissen natürlich, was die Karten zu bedeuten haben. Und zusätzlich kommen aber bei mir eben noch, da ich ja als Medium arbeite, auch nochmal Informationen aus dem Göttlichen. Also, wir legen jetzt hier einfach mal los. So, in der ersten Juniwoche ist wahrscheinlich auch noch von der Konstellation her, ist noch ein bisschen Kampf angesagt. Kampf angesagt, auch teilweise im Beruflichen und in den Finanzen. Man braucht wirklich sehr, sehr viel Geduld, gerade wenn man jetzt zum Beispiel ab 1.6. einen neuen Job anfängt. Man braucht wirklich Geduld, um in der finanziellen Situation wieder in eine Stabilität zu kommen. Für diejenigen, die vielleicht etwas länger jetzt in der Arbeitslosigkeit waren und jetzt wieder einen neuen Job haben und sich da wirklich sehr, sehr freuen, auch da, es wird sich ein neuer Rhythmus einstellen. Dieser neue Rhythmus heißt gleichzeitig, gönnt euch auch dann wirklich die Ruhe. Oder auch für Menschen, die zum Beispiel lange krank waren, wieder ganz sukzessive und ganz langsam wieder in den Beruf zurückgehen. Bitte habt Geduld mit euch. Und das ist wirklich für die erste Woche, ist das eine ganz, ganz klare Botschaft. Geduld mit dem Umfeld haben, das heißt wirklich auch Geduld mit mir selber haben, raus aus diesem Kampfdenken gehen und sich zusätzlich, das sagt hier diese Karte, auch die Ruhe gönnen. Das heißt, für diejenigen, die in neue Situationen gehen, bitte gönnt euch auch die Ruhe. Das heißt, abends oder nachmittags, wenn ihr dann nach Hause kommt, nehmt euch einfach eine halbe Stunde mal Auszeit. Das ist ganz, ganz wichtig, damit ihr runterfahren könnt, euch auf die neue Situation einstellen könnt. Und nicht, dass ihr eben hier in diesen Kampf verfallt und gleichzeitig wieder in eine Stresssituation kommt. Ganz, ganz wichtig für die erste Woche und ich bin natürlich auch total gespannt. Ja, die passende Engelkarte dazu ist zum Beispiel die Nahrung. Und zwar ist hier die Karte vegetarische Nahrung. Ich habe die Karte auch mal irgendwann gezeigt. Das heißt jetzt wirklich nicht, dass jeder vegetarisch sich ernähren muss oder vegan. Es heißt aber bitte gleichzeitig, achtet auf die Qualität, achtet darauf, was ihr esst, was ihr zu euch nehmt. Und das, was ihr vielleicht dann auch hier in der ersten Woche, ist das so, ja Mensch, jetzt bin ich im Stress und jetzt kaufe ich mir lieber irgendwas schnell, so Fingerfood oder Fastfood, solltet ihr vielleicht wirklich in der ersten Woche darauf achten, das tunlichst zu vermeiden. Also bitte gesunde Ernährung ist in der ersten Woche, natürlich nicht nur die erste Woche, ich plädiere da immer für, dass man sich wirklich frisch und ja, gesund ernährt, auf Aromastoffe verzichtet und. Daraus könnte man jetzt auch wieder ein Riesenthema machen, wollen wir aber nicht. Jetzt gehen wir in die zweite Woche hinein. Ja, in der zweiten Woche ist hier, ich drehe die Karte mal um, ist auch ein Kampf angesagt, aber der Kampf heißt hier Kampf gegen Windmühlen. Das heißt, wenn man jetzt wirklich aus der Energie herausgeht im Juni, in der ersten Woche ist man schon in einer leichten Kampfsituation, man muss viel Geduld mit sich haben. Dadurch baut sich das hier natürlich auf. Und zwar heißt das gleichzeitig nicht in dieses Selbstbelügen, Selbstbetrügen gehen. Hier liegt die Lug-Betrug-Karte, genauso wie der Kampf gegen die Windmühlen. Das heißt wirklich in die Ruhephase gehen,
darauf achten, mit allen Facetten der Kunst zu arbeiten. Das heißt für euch, geht in die Ruhe hinein, habt die Geduld mit euch selber, gerade im Juni, weil ich sehe es schon anhand des Kartenbilds hier, dass es wirklich eine extreme Energieverschiebung gibt und eine extreme Energieschwankung gibt. Also seid in der Geduld mit euch selber, belügt und betrügt euch nicht selber, das heißt, ihr sollt auch in die Ruhe mal gehen. Mal eine halbe Stunde am Tag einfach für euch auch wirklich ausspannen. Dann heißt diese Karte zur zweiten Woche gleichzeitig, das kann auch etwas damit zu tun haben, und zwar Partnerschaft oder im Außen, Freunde oder auf der neuen Arbeitsstelle. Das heißt, lasst euch da nicht belügen, betrügen, lasst euch da nicht benutzen. Redet euch da nichts schön, bleibt in der Klarheit. Ihr müsst nicht kämpfen, geht aus dem Denken des Kampfes hinaus, das ist ganz, ganz wichtig. Und ich sage euch gleich was zu der Karte, die ja eben rausgefallen ist beim Mischen, weil die hier wirklich die komplette Legung absolut unterstützt. Geht wirklich in den Lebensfluss, geht in die Klarheit hinein und lasst euch nicht benutzen. Das ist das Thema im Grunde genommen der zweiten Woche. Ihr müsst auch in der Partnerschaft nicht um etwas kämpfen. Das muss fließen, auch in einer Partnerschaft. Dass man mal eine fetzige Diskussion hat und dass man mal Streit hat, das gehört alles dazu und das ist auch in Ordnung. Aber geht einfach in die Situation, beleuchtet die Situation und dann kann sich ganz, ganz viel wirklich auch auflösen. Ja, dann habe ich hier die Engelkarte zugezogen, Tochter. Die Antwort auf die Frage kommt jetzt hier gleichzeitig, Tochter. Und zwar die Tochter hat auch etwas damit zu tun, ich selber als weibliches Wesen bin ja auch, ich sage das jetzt mal so hier, eine Tochter. Geht mal vielleicht in ein Mutterthema hinein. Vielleicht habt ihr auch eine Mama zu Hause, die schon älter ist, der es vielleicht nicht ganz so gut geht und geht einfach mal in die Perspektive, Mitgefühl zu haben und Verständnis zu haben. Weil das kommt hier zusätzlich nochmal als Botschaft wirklich von oben, die Mama so stehen lassen, wie sie ist. Oder auch den Vater. Manchmal haben wir Kinder oft ein Problem damit, wenn man sieht, dass seine Eltern eben altern, was ja ganz natürlich ist, aber wir müssen es auch lernen umzusetzen. Und ich habe schon mit vielen darüber gesprochen, die wirklich ein Problem haben, wenn sie jetzt zum Beispiel so einen ganz agilen Papa hatten oder haben und auf einmal merkt man, ui, der baut ein bisschen ab. Irgendwann darf man das auch mal. Und irgendwann sind auch wir mal an diesem Punkt. Also, und das ist eben auch das Thema hier für die zweite Woche. Ja, so kommen wir jetzt, bevor wir zur dritten und vierten Woche kommen, möchte ich einfach hier, diese Karte ist ja eben beim Mischen rausgefallen, das ist die Königin der Kelche. Und die passt wirklich wunderbar zu der kompletten Legung, weil hier heißt es auch einfach, lass es fließen. Und ihr habt eben ja gehört und mitbekommen, in der ersten Woche ist schon die Geduld angesagt, die Ruhe, raus aus dem Kampf. Auch in der zweiten Woche nicht benutzen lassen, nicht sich selbst betrügen, sich irgendetwas schönreden, in die Klarheit, in die Wahrheit gehen, in die Analyse vielleicht auch die ein oder andere Partnerschaft gehen und zu einer Entscheidung kommen. Das ist auch immer ganz, ganz wichtig. Ja, und die Königin der Kelche sagt wirklich, die Ruhe bewahren, in den Fluss hineinkommen. So, dann kommen wir in die dritte Woche. Die dritte Woche, die ist also auch hier ganz, ganz spannend. Und zwar, viele haben mit Einsamkeitsängsten zu tun und gleichzeitig auch Existenzängste. Ganz, ganz viel bekomme ich gerade auch noch zusätzlich als Information, wird wirklich wieder in die Stabilisierung gehen. Also offensichtlich wird sich ab Mitte Juni die Energie wirklich so verschieben,
dass wir in eine Ruhephase hineingehen können und wirklich auch wieder etwas für unsere Stabilität tun können. Und das ist natürlich auch eine wunderbare Botschaft, was wir ja auch wirklich brauchen. In der dritten Woche nur einfach Achtung, ein bisschen aufpassen. Und zwar ist die von der Energie her zwar schon angehoben, aber ich weiß jetzt gar nicht, ich habe jetzt den Kalender hier nicht, vielleicht sind wir da sogar in der Vollmondenergie drin. Das heißt, da können schlaflose Nächte kommen, da können Träume kommen, Visionen können da auch kommen, da können Albträume kommen in dieser Woche. Man macht sich sehr große Sorgen über die Zukunft. Geht da wirklich raus, weil ab der vierten Woche, da löst sich ganz, ganz viel auf. Und ich bin wirklich der Meinung, dass sich wirklich ab Mitte Juni im Grunde genommen wieder mal so ein Durchatmen einstellt. Und das ist natürlich auch für uns alle ein großes Geschenk. Also, dritte Woche hat zu tun mit Existenzängsten, Einsamkeitsängste. Da sollte man rausgehen, weil das ist dann Thema Eigenliebe wieder. Dann schlaflosen Nächte. Vielleicht wird es auch da schon extrem heiß, was ich uns natürlich allen wünsche. Nicht die schlaflosen Nächte, dass wir dann aber alle gemütlich irgendwo in einem Biergarten oder mit Freunden draußen im Garten sitzen können. Ja, meine Lieben, das ist die dritte Woche. Und was ich eben jetzt ganz spannend finde, hierzu habe ich dann passend den Sohn gezogen. Also das finde ich jetzt wirklich klasse. Hier liegt die Tochter, da liegt der Sohn. Und da brauche ich, glaube ich, gar nicht so viel zu sagen. Im Grunde genommen, auch da ist irgendwer, ist irgendwo überall Sohn. Ich sage das mal so. Also, dann nochmal kurz einfach reinhören in die Tochter. Das projiziert sich natürlich auch auf den Sohn. Also auch da einfach Verständnis haben. Und manchmal auch Verständnis, die Eltern für ihre Kinder haben. Weil auch die Kinder haben mit der Energie, die zurzeit herrscht, wirklich richtig zu tun. Also auch da Verständnis für haben. Ja, dann geht es weiter in die vierte Woche. In der vierten Woche ist hier, die Fortuna liegt hier, die Glücksgöttin. Und was ich eben da auch spannend finde, da liegt auch die Herrscherin und wirklich das Gefühl wieder. Für mich ist das hier eindeutig, dass sich da die Energie wirklich auch entspannt. Man kann wieder in dieses Durchatmen gehen, so wie ich es eben ja wirklich schon gesagt habe. Diese Situation ist hier, wieder wirklich in die Weiblichkeit gehen, die Göttin wieder zu leben und gleichzeitig auch wirklich Glück. Glück heißt zum Beispiel für die, die mit einem neuen Job angefangen haben, hier in der ersten Woche oder wirklich sich wieder eingliedern und. Da liegt Fortuna, das Glück, das heißt auch gleichzeitig, da kriegt man vielleicht sogar eventuell schon die erste Gehaltsabrechnung und da kommt die Freude auf, man kann endlich in dieses Durchatmen gehen und gleichzeitig Familienfeiern sind für da angesagt und auch wirklich für sich selber zu lernen, ja, ich kann annehmen, ich kann in die Dankbarkeit gehen. So, die Botschaft dazu heißt hier Winter, die Antwort und im Grunde genommen auch die Affirmationen, die ich dann hierzu im Grunde genommen bekomme, heißt, ich gehe in eine Stabilität in den Winter hinein. So, für diejenigen, die zum Beispiel einen neuen Job angefangen haben oder vielleicht in der Partnerschaft sagen, nee, ich möchte diese Partnerschaft gar nicht mehr leben. Ich habe aber Angst vor der Einsamkeit, vor den Existenznöten. Das heißt hier, Affirmation positiv, ich gehe in die Dankbarkeit, ich gehe meinen Weg, ich gehe den Weg der Klarheit und ich gehe den Weg der Wahrheit. Und somit wird sich viel, viel auflösen, der Kampf löst sich auf, die Energien verbessern sich und zum Winter ist man dann in einer absoluten Stabilität, in einer Ruhe und ja, das kann man dann im Grunde genommen wirklich nur genießen. Ja, meine Lieben, ich hoffe, dass für jeden eine Situation dabei war, aber es ist ja wirklich für die Allgemeinheit und das, was der Juni uns bringt. Das ist die kleine Vorausschau für den Juni
Und ich bin wirklich selber total gespannt und vor allen Dingen, wenn die Energie sich jetzt wirklich wieder in dieses Positive wandelt. Und das wünsche ich uns natürlich allen. Ja, ich danke euch fürs Zuhören und ihr wisst ja, ich werde gefunden unter Medium Birgit. Ich bin bei Facebook, bei Google. Also ihr könnt mich finden für die, die es möchten. Und ich danke euch jetzt schon für die Zeit, für euer Feedback und sage einen ganz tollen Juni. Den wünsche ich euch von Herzen. Eure Birgit.